Alter, ey. Nee, ein Steinschill. Den wollte ich aber nicht haben. Alter Faller, ich teste hier gerade schön auf Kürbiskernbarsch, Alden. Der soll hier lüppen, entspannt auf Vecchirig. Und ich habe hier schon ein bisschen probiert. Ich stehe hier schon eine ganze Weile und ich habe auch schon ein paar Brocken gezogen. Also raus damit mit den Kürbiskernbarschen. Alter Falter, schon wieder ein Steinschild. Jetzt wird's aber wild, ey. Gar nicht so schlecht bisher. Ein paar Brocken waren auch schon mit dabei. Und ich teste hier gerade die ganze Zeit auch verschiedenste Hakengrößen und Köder. Und bin bisher eigentlich auch schon ganz zufrieden. Denn sie ballern immer mal wieder rein, die Kürbisse. Pumpkin Seed. Sonnenbarsch sozusagen, der Kürbiskernbarsch, nicht schlecht und ja, der fehlt mir auch noch, da muss ich mal mich ein bisschen ranhalten und auch mal wieder ein bisschen probieren, ob es nicht irgendwann mal die Chance gibt auf die Trophy, damit man die mal abhaken kann. 95 Brocken habe ich jetzt hier schon mittlerweile im Kescher, 95 Fischis. Ich stehe allerdings hier auch schon länger, beziehungsweise war aber auch zwischendurch noch ein bisschen AFK und so weiter. Und es läuft ja auch tendenziell eher in der Nacht. So, jetzt gucken wir gerade mal eben von den ganzen Kürbissen. Also es ist alles Mögliche mit dabei, ne? Die Sardine ist sogar mit dabei hier auf Vecchirig. Natürlich auch Sichlinge, ja, ab und zu mal eine Muschel, Güster und so weiter. Ihr seht es. Es ist allerdings wirklich einen Spot, wo hier hauptsächlich eben die Kürbisse reinballern. Und vom Gewicht her, ja, bis zu 400 Gramm immerhin schon. Das war schon mal gar nicht so schlecht, vor anderthalb Stunden ungefähr. Da war das doch schon mal gar nicht so verkehrt. Und ich zuppel und teste halt jetzt hier gerade ein bisschen rum. Man kann einfach durchleiern. Man, zack, schon wieder was dran. Man kann hier auch tatsächlich mit Treibangeln Vecchirig durchziehen. Auch das funktioniert ganz gut. Also auch das wäre halt eine Option. Oder dann eben, dass man mit, vielleicht sogar mit der Pose sich hier hinstellt. Kann man natürlich auch machen. Ich gucke gerade mal auf diesem Setup hier, war es glaube ich, genau, jetzt, ne, 15, da stand es gerade schon. Damals wieder Treibangeln. Also auf Vecchirig mit Spinning Treibangeln betreiben, ähnlich wie beim Posenangeln. Funktioniert ganz gut, was man natürlich sonst auch noch machen kann. Einfach so ein bisschen Unterbrechung oder eben hier dieses Rumgezuppel. Ich hatte da ja mal so ein Tutorial-Video auch gemacht zum Vecchirig. Ich verlinke das am besten auch nochmal, wenn ihr da oder wenn du da so ein bisschen Fragen hast, speziell wie die Führungen gehen und so weiter. Da wird dann alles erklärt zum Vecchirig. Ansonsten, ja, rumspielen und testen heißt es hier. Und dann hoffen, dass da so ein schöner Kürbis reingeht mit einem ordentlichen Gewicht. Ich bin jetzt gerade hier mit einem 6er Haken. 6er ist das größte oder ist der größte Haken für die Verwendung von diesem kleinen Nasty Worm 2,5. Größere Haken können wir halt leider nicht verwenden auf diesem Köder. Hier unten steht es auch nochmal dran, beziehungsweise wir machen das mal groß. Hier steht es dann dran. Von 16er bis 6er Haken kann man das halt verwenden. Und ja, man kann natürlich auch reingehen. Anfangs hier mit einem kleinen 14er. Geht dann hier wieder auf den 5er und ballert den raus. Der Punkt ist natürlich, ihr müsst das rausgeschmissen bekommen, ne? Und 2,5 Gramm leichte Haken hier, das ist schon echt tricky. Das ist gar nicht mal so gut. Also mit Ultralight kriegt man es wahrscheinlich hin. Ich probiere es allerdings gerade vom Setup her hier mit der Vexila. Die Vexila hat einfach noch plus 3 auf Vecchirig. Und da ich zurzeit Vecchirig nicht geskillt habe, will ich da wenigstens die plus 3 Punkte, also erhöhte Chance auf eine Trophäe irgendwie mit absahen. Deswegen stehe ich mit dem Prügel hier und nicht mit der UL. Damit wäre es wahrscheinlich angenehmer noch zu werfen. Aber es gehen auch so die Brocken ganz gut rein. Und ich bin auch ganz überrascht, ich komme relativ weit rausgeworfen. Jetzt gehen wir mal wieder zurück hier auf den großen. Ich hatte anfangs halt viel mit dem 14er probiert
und gehe jetzt hier wieder genau auf den 6er. Der wiegt immerhin 5 Gramm. Dazu jetzt nochmal hier mit 1,5 Gramm der Gummiwurm sozusagen. Das heißt, wir sind bei 6,5 Gramm knapp unter dem minimalen Wurfgewicht der Rute. Dazu haben wir eine 6000er Rolle drauf. 6000er Rollen, ja, spulen auch sehr schön leicht ab. Das ist auch immer wieder gut. Und ganz, ganz krass eigentlich in Verwendung mit Microbraid. 2,8 Kilo Tragfähigkeit, nur 0,04 schwer, also dick, diese Schnur. Und ganz zart und ganz leicht hier schön locker durchziehen. Ich muss auch immer ein bisschen aufpassen mit der Bremse. Bremse halt stark runterdrehen hier. Gerade bei der Rolle, wenn die halt ein bisschen mehr Bremskraft hat. Wahrscheinlich könnte ich mich auch hier mit einer, so was wie einer kleinen Spark oder sowas, ne? Die winzigen kleinen Anfängerrollen müssten eigentlich auch gehen. Könnte man eigentlich auch machen. Hat mal weniger Verschleiß drauf. Jedes Mal auswerfen oder rumkurbeln und drillen kostet natürlich wieder Geld und Verschleiß. Und je günstiger das Setup ist, umso billiger. Zack, komm mal ran hier. 150. 150 ist okay. Ist schon okay. Aber bis 400 ist ja natürlich noch ein weiter Weg. Guck mal hier, ich baller hier. Ah ne, jetzt habe ich nur eine. Warte, habe ich nicht irgendwo eine 3000er? Oder ich nehme hier so eine Dragon. Geht doch auch hier. 6 Kilo Dragon. Passen immer noch viel zu viel Schnur drauf. Das Ding reicht doch auch. So, raus damit. Fliegt, guck mal, richtig weit. 4000er Rolle. Spult super weit und locker ab. Perfekt. So, jetzt muss ich da natürlich ein bisschen gucken, wie das Tempo ist. Das war hier vielleicht nochmal wieder an das da, Treibangeln. Das heißt, ich muss mit der Rolle jetzt natürlich schneller einkurbeln, um auch hier wieder in das Treibangeln zu kommen. Ist natürlich immer abhängig von der Größe des Spulenkorbs und natürlich die Übersetzung auf der Rolle. Deswegen sind ja auch diese Angaben, ich spule hier mit 20 ein und sowas, ist halt nicht wirklich großartig hilfreich. Man hat so einen ungefähren Bereich, ne? 20, also kurz vor mittlerer Einholgeschwindigkeit. Ich denke mal, dieses Mittel, langsam oder schnell, das hilft wahrscheinlich mehr als die exakte Zahl. Ja, schicke Dinger. Und ich bin wirklich hier schon seit langem auch immer mal wieder dran. Sobald ich da höre, da gibt es einen Spot, immer wieder direkt zu testen und zu probieren. Aber im Moment bringt das noch nicht so richtig. 400 Gramm. Immerhin bisher der dickste Brocken. Vielleicht brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Glück oder einfach auch das passende Wetter. Gute Frage, was der bevorzugt, der Sonnenfisch. Ob der sonniges Wetter eher mag oder ob der eher scheint und die Sonne scheinen lässt, wenn das Wetter draußen herum eher doch ein bisschen diesig ist. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist er ja eher so ein Regenfisch. Muss man alles testen und probieren. Wie gesagt, in Gänze bin ich schon ganz zufrieden. Es passt von der Anzahl der Fische, es passt von der Frequenz, wie gesagt, es passt von den Größen. Ja, das ist zumindest ganz okay. Alter, ich sehe schon gleich hier so eine kleine Sardine, ne? Die Sardinen-Trophy nebenbei, das wäre ja der absolute Oberhammer. Einfach mal so aus Versehen noch so eine Sardine mit rausgezogen. Guck mal, hier kommt wieder so ein winziges Ding, ey. Zack, 11 Gramm. Die Tjulka. Nee, doch. So, raus damit. Bisher bin ich übrigens noch nicht hängen geblieben hier an dem Gestrüpp. Ich hatte die ganze Zeit ein bisschen Panik, dass ich irgendwie hängen bleibe. Aber bisher noch nicht an diesem Baum hängen geblieben. Übrigens auch hier in diese Richtung, da klappte das auch ganz gut. Wobei, da sind dann auch einige Sichlinge mit reingegangen. Das ist dann ein bisschen tricky. Die können eben auch sich, ja, ich sag mal, schon schwer werden. Mit über 1 Kilo, dann hat man hier schon einen harten Drill auf so einem leichten Setup. Oder eben, wie gesagt, einfach mal gerade auswerfen und dann mit der Strömung langsam durchleiern. Ich mache auch noch ein bisschen langsamer hier. So, schon wieder was dran. Also ihr seht, es fluppt, es fluppt, es fluppt. Jede Menge kleine Fische. Mit Pose habe ich es noch nicht probiert. Wäre vielleicht mal interessant. Also wenn du Bock hast, hier mit der Stippe dich hinzustellen, einfach mal unten drunter schreiben in die Kommentare, ob das auch mit der Stippe gut funktioniert. Und vor allem dann mit welchen Ködern und welche Tiefe. Das wäre halt sehr hilfreich. Das teste ich dann auch gerne nochmal. Hier einfach mal mit der UL-Stippe. Wäre doch auch eine Option. So, ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen weiter durch. Der Tag ist ja noch jung. Da geht noch was.
Aber wir gucken auf jeden Fall gleich nochmal in den Kescher rein. Das interessiert mich auch, wie denn die Kohle ist. Was macht man denn an Silber mit diesen Kürbiskernbarschen? So, jetzt gucken wir aber nochmal schnell rein, was denn die Brocken so bringen. Sortieren wir mal eben nach Preisen. Ja, das ist doch schon mal nicht so verkehrt. 17 Tacken für 405 Gramm. Allerdings ist ja auch 450 das Trophy-Gewicht, deswegen muss der ja schon mal, wenn er so nah am Trophy-Gewicht ist, ordentlich Padda bringen. Schon mal nicht verkehrt, 1337, ja, 13 Silber, auch nicht verkehrt. Also es ist ganz okay, es kommt ein bisschen was an Kohle dabei rum. Das Ganze waren aber jetzt hier auch gut 2 Stunden. Wie gesagt, ich war zwischendurch noch ein bisschen AFK, habe das nicht ganz durchgezogen und in der Nacht läuft es ja dann auch eh nicht so gut. Das heißt, ich habe halt schön konstant in den Morgenstunden dann hier immer Gas gegeben. Also, durchaus eine Option. Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Ich glaube, einen Spot, um hier Fettkohle zu machen, ist es nicht zwingend. Aber gezielt so ein paar kleine, besondere Fische zu fangen, ist halt auch wichtig. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri,